Abend, Abend, meine Freunde, Schalker-Freunde, hier ist der Schalker wieder. Ja, Bentaleb wird heute wieder zurück erwartet. So stand das gestern. Und heute lese ich dann, Schalke stellt Bentaleb für Transfergespräche frei. Er soll sich darum kümmern, dass er zum anderen Verein wechselt, weil auf Schalke, so wie ich es verstanden habe, will ihn keiner mehr haben von der Führungsetage. Ja, das sind in Erinnerung von Disziplinlosigkeit in den letzten 2 Jahren bei Schalke, 3 oder 4 Mal wurde er aus der Mannschaft geworfen. Ja, und das bleibt irgendwo hängen bei den meisten und deswegen hat er keine Chance, wieder bei Schalke zu spielen, so wie ich das verstanden habe. Aber Newcastle wird ihn ja auch nicht kaufen, da ja der saudi-arabische Investorengruppe der Deal geplatzt ist. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben die alles zurückgezogen. Und da fehlt den Newcastle die Millionen, um den Bentaleb für 10 Millionen zu kaufen. Deswegen haben die auch kein Interesse mehr, den Bentaleb zu holen. Und deswegen denke ich mal, werden die Schalker den Bentaleb gesagt haben, pass auf, du hast frei, geh dir einen Verein suchen. Im Endeffekt, ehrlich gesagt, der Bentaleb ist eigentlich gar kein schlechter Kicker. Ey. Der hat alles, was ein Fußballer haben, Technik, einen guten Schuss, der kann gute Pässe spielen, der hat Auge. Nur wenn nicht sein Kopf mal vernünftig wäre, undiszipliniert halt. Damals war das doch dieses Trio Harit, Mendil und Bentaleb. Und wenn die drei jetzt wieder aufeinandertreffen, dann kann ich mir schon raten, was dann passiert. Wenn der jetzt wirklich disziplinierter wäre, ey, der wäre so ein geiler Kicker für uns. Ich schwöre dir, der wäre hammergeiler Kicker. Aber leider können wir bei dem nicht im Gehirn reinschauen, was bei dem falsch gelaufen ist. Leider, leider, wirklich ein guter Kicker, bin ich ehrlich. Aber was soll's. Dann hoffen wir, dass der Bentaleb und sein Berater einen Verein finden, der das Geld bietet. Ansonsten weiß ich auch nicht. Dann kommt er ja wieder bei Schalke zurück und lässt der Wagner den spielen. Hat er überhaupt eine Chance? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Null. Wie da. Was denkt ihr? Soll er noch eine Chance kriegen? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die da denken. Wenn er diszipliniert wäre, sein Kopf, sein Verstand, würde er seinen Verstand mal benutzen, dann würde ich sagen, boah, Bentaleb, ich mit offenen Armen empfange ich dich, so ein geiler Kicker zu haben. Aber leider im Kopf ist bei dem irgendwas falsch. Ist so. Ja, und da wollte ich mal fragen euch, was glaubt ihr, wer in Champions Leagues Halbfinale einsteigt? Weil die Viertelfinale haben das in sich für mich, weil ich finde es schön, K.O.-System ohne Hin- und Rückspiel. Und das sind ja Mannschaften wie Atalanta spielt gegen Paris heute Abend, Leipzig gegen Atletico Madrid, Barca gegen Bayern München und Manchester City gegen Lyon. Ja, Atalanta für mich die Überraschungsmannschaft überhaupt in der Champions League, spielt jetzt gegen Paris. Ich bin ehrlich, die haben eine Chance, weil Paris wirklich 5 Monate jetzt nicht gespielt hat. Man weiß nicht, wo die stehen. Und Atalanta ist für eine Überraschung gut. Ich gehe mal für eine Überraschung aus. Ich glaube, Atalanta kommt weiter. Leipzig gegen Atletico Madrid. Gehe ich mal davon aus, Madrid macht es, weil Simeone ist ein Fuchs. Wird ein knappes Ergebnis, aber Madrid kommt weiter. Barca gegen Bayern München. Ja, ich hoffe Barca, weil möchte nicht Bayern München weiter haben. Ich mag die nicht. Ich mag Bayern nicht. In der Liga nicht. Überhaupt nicht. Ist so bei mir, weil die immer Schiri-Bonus haben, den DFB hinter sich haben. Alles haben die immer hinter sich. Und weil der Hoeneß und die anderen um die Fritz immer die große Mundwerk haben, ist so für mich. Deswegen, ich mag dieses Bayern nicht. Und ich hoffe, die fliegen raus. Und Manchester City gegen Lyon. Ja, Lyon, Überraschung, weil die haben Juve rausgekickt. Hätte keiner damit gerechnet, aber ich glaube, City lässt sich das nicht nehmen und City kommt auch an. Deswegen sage ich, Atalanta, Bergamo, Atletico Madrid, Barca und City sind meine Halbfinalisten. Schreibt mal ihr in die Kommentare, welche Halbfinalisten ihr denkt, die weiterkommen. Habt ihr auch eine Mannschaft, wo ihr denkt, wird für eine Überraschung sorgen? Ja, meine Freunde, schreibt in die Kommentare, was ihr zu Bentaleb sagt und zu den Champions League Spielen und wer ins Halbfinale kommt. Bin gespannt, was ihr schreibt. Ja, da wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Euer Schalker. Glück auf. Ciao.